in Plenardiskussionen mitzudiskutieren, so einfach auf Knopfdruck, geht ganz selten und geht dann eigentlich immer nur zugunsten jener, die das eh gewöhnt sind und gut können und auch irgendwie in meistens in privilegierten Positionen bereits sind gesellschaftlich. Und insofern ist es nicht nur eine Frage der Ad-hoc-Technik, was mache ich jetzt, damit alle sich einbringen können oder arbeiten können, sondern finde ich, ist das bereits eingebettet in das Gesamte, welche Sprechposition nehme ich ein und wir miteinander und wie trete ich auch in Beziehung zu den anderen und biete ihnen an, sich auch aufeinander zu beziehen. Was ich zum Beispiel in der einen Übung mit 50 Personen am Anfang immer mache, ist, dass ich so eine Art diese soziometrische Aufstellung oder Differenzierungsleiste, das hat verschiedene Namen, am Anfang im Hörsaal mache, weil es die Leute in Bewegung bringt und so ein bisschen raus aus diesem Sitzen und nach vorne schauen und fange tatsächlich mit der Frage an, wie geht's? Weil das eine Frage ist, zu der können sich alle irgendwie verhalten und ich sage auch immer dazu, zeigen Sie uns, wie es Ihnen geht. Sie können auch schwindeln, wir werden es nicht rausfinden. Stellen Sie sich irgendwo auf und wenn Sie dann irgendwie stehen, dann sage ich immer, wer möchte uns denn sagen, warum Sie da stehen, wo Sie stehen? Und da finden sich immer welche, die dann das erzählen. Und dann steige ich sukzessive ins Thema ein. Ich frage dann auch, wie viel haben Sie sich zum Beispiel mit Gender-Themen schon beschäftigt? Was immer Sie darunter verstehen und was immer Sie unter beschäftigt verstehen, das entscheiden Sie selbst. Was würden Sie sagen, haben Sie sich schon sehr viel damit beschäftigt? Fangen Sie gerade an, weil alles hat einen Anfang. Zeigen Sie es uns ungefähr. Sie müssen dazu nie was sagen. Und das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, dass es in einer gewissen Freiwilligkeit bleibt. Und dass es sich auch so am Anfang wohlfühlen können, indem sie wissen, sie dürfen sich in der Masse auch verstecken. Und da gehen wir so weiter und dann frage ich manchmal, möchten Sie, Sie stehen da, wo sonst niemand steht, zu irgendeiner Frage, möchten Sie uns sagen, was das für eine Position ist? Wir können es uns nur denken, aber wir wissen nicht wirklich, warum Sie da stehen, was das heißt. Wenn Sie das nicht möchten, sagen Sie einfach, nein, möchte ich nicht, das ist in Ordnung. Und das kommt auch manchmal vor. Dass jemand sagt, nein, möchte ich nicht sagen, sage ich, okay. Und das ist ein ganz wichtiges Signal insgesamt an die Lehrveranstaltung, an alle Teilnehmenden, dass eigene Entscheidungen auch respektiert werden, dass Grenzen, die gesetzt werden, auch respektiert werden. Das ist zum Beispiel etwas, eben die Differenzierungsleiste, die mache ich bei der Genderwerkstatt fast immer ganz am Anfang und am Schluss fast schon ritualhaft, wo wir uns dann schon gut kennen, auch am Ende noch einmal. Weil da beteiligen sich dann viele und ganz unterschiedlich auch.